Vater hat mir diesen Reim beigebracht. Für jeden habe ich doch schon mal weich lieber gespielt. Habe ich jetzt gerade vergessen, dass ich wirklich echt so gut gekammert habe. Seit Jahrhunderten? Verarschen? Herr Blazkowicz, bitte, führen Sie uns hinein. Ich. Okay, wie heißt es so schön? Ich sage Ihnen, ich habe auf diesen Moment gewartet. Viele von uns wollten die Machtverhältnisse während des Krieges ausgleichen. Aber alles passierte so schnell und viele unserer führenden Köpfe wurden umgebracht oder sind verschwunden vom Erdboden verschluckt. Doch einige waren erfolgreich. Sie hatten damit begonnen, ihr ganzes Wissen den verfeindeten Staaten des Regimes zu übermitteln. Hoffnung lag in der Luft. Es gab Hoffnung, bis das Regime die Atombombe abwarf. Tja, seitdem schien alles verloren. Ich hörte Geschichten aus den alten Zeiten, als die Daki-Shoot sich an Orten wie diesen versammelten. Voller Lebensfreude und Neugier öffneten sie einen Zugang zu den Kräften der Natur. Und jetzt sind wir wahrscheinlich die Letzten, die je hier sein werden. Mal sehen. Warum? Gehen Sie einfach rein. Was meinen Sie? Es gibt einen Übergangsraum zur Haupthalle. Haben Sie eben Warnung gesagt? Warnung, Warnung. Die Anweisungen sind alt und verwittert. Auf diese Weise kommen wir in die Haupthalle. Ich kann diese Symbole nicht erkennen. Blazkowicz! Wie läuft's ab, Captain? Sie gehen als Nächster und ich folge Ihnen? Ja, klar. Ein wundervoller Ort. Mächtig. Ja, wie du sagst. Okay, geschafft. Oh, wow. Hä? Ist das echt? Oh ja. Was ist das? Das da oben ist die geheime Kammer. Wir müssen zuerst die Magnetfelder aktivieren und den Zugang herstellen. Diese Maschine hier, sie steuert die elektromagnetischen Felder. Ja. Ja. Bist du bereit, Riese? Eins, zwei, drei, los! Hey. Das ist mein Laser, hier! Da, das ist ein Prisma der Dati-Shoot, das Ihren Laser auf die richtige Frequenz einstellt. Jetzt müssten Sie die Magnetspulen laden können. Sehen Sie sie? Dort oben. Ich werde versuchen, das Ding in Gang zu setzen. Ist das möglich? Eine uralte Stelle, eine von vielen. Die Dati-Shoot haben Sie gebaut. Bevor die Menschheit überhaupt den Kopf hat. Ich verstehe nicht ganz. Wenn das Ziel klar ist, Menschen zusammenkommen, die für dieselbe Sache eintreten. Schießen? Ja! Oh nein, die gehen wieder zu. Ey! Was macht er? Was macht er? Lass mich in Ruhe arbeiten, alter Sack! Thank you.
Hey! Ich bin da. Ich bin ein Macher! Ich bin ein Macher, Macher, Macher! Hm? Und nun fahren wir empor! Bringen Sie uns hoch, Riese! Au! Das Tor aufgemacht. Alter, geht das Zapperwort? Nicht schlecht, Herr Dorf, nicht schlecht. Oder, Junge? Sagen Sie mir nochmal, ich wäre kein Genie. Goldene Nacht, what the fuck? Die Herren? Bitte. Nur zu, sehen Sie sich um. Nehmen Sie mit, was Sie gebrauchen können, doch denken Sie daran, das ist... Heiliger Boden. Caroline, komm, Caroline. Wir haben es geschafft. Roger, ich bin schwer beeindruckt. Was war das? Rede mit mir. Bitte kommen, bitte kommen. Ich höre Sie, Caroline. Wir haben einen Hinweis auf die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone. Anja. Es geht um einen Truppentransportzug auf dem Rückweg von der Front in Afrika. An Bord ist der Chefwissenschaftler für Totenkopfs neueste Generation von Maschinensoldaten. Er fliegt heute Abend zur Mondbasis des Regimes, um sich die neuen Exemplare anzusehen. Wir werden den Truppentransportzug abfangen, den Chefwissenschaftler schnappen, seine Ausweispapiere stehlen und Blaskovic damit einen Sitz in der Mondfähre verschaffen. Sobald Sie in der Mondbasis sind, müssen Sie die Entschlüsselungscodes finden und zur Erde zurückbringen. Hey, Sie haben gesagt, wir werden diesen Hochgeschwindigkeitszug abfangen. Wie wollen wir das machen? Am besten würde sich die Gibraltarbrücke eignen. Herrje, und wie stoppen wir den Zug? Seth, irgendeine Idee? Wie wäre es hiermit? Die ist sehr, sehr mächtig. Wir nennen sie, wie würde man sagen, Torsionsbombe. Lassen Sie sie vor den Zug fallen. Sie hält alles auf. Exzellent. Brechen Sie sofort auf. Der Zug fährt bereits. Wow. Tut mir leid, wenn Sie dieses Ding haben wollen, Captain. Das gebe ich nicht mehr her. Überlassen Sie es Caroline. Das Regime hat diese Brücke vor 3 Jahren gebaut. Als direkten Zugang zur Front in Afrika. Sie überrollen Afrika wie alles andere zuvor. Der Zug müsste jetzt jeden Anstieg an der Brücke ankommen. Kann mir nicht helfen, aber irgendwie wurde diese ganze Dachgeschütz-Sache so ein bisschen wortlos abgerollt, finde ich. So, Polen, die Magie haben. Keine Ahnung, what the fuck? Na gut, ab der Mess. Wow. Wow.